Hallo, da bin ich wieder. Heute wollen wir uns mit der Industriemeister-Basisqualifikationsprüfung NTG vom Mai 2013 befassen. Und die Aufgabe, die wir uns anschauen wollen, wird die Aufgabe 6 sein. Bitte nehmen Sie sich dazu die entsprechenden Originalunterlagen heraus. Dort geht es um einen LKW, der 10 Tonnen schwer ist und zunächst eine gerade Strecke zu fahren hat. Dann soll er eine Steigung hinauffahren, die 7 Grad beträgt. Die Rollreibung oder der Widerstand beträgt μf gleich 0,15. Also, versuchen wir zunächst anhand einer Skizze uns die Problematik zu verdeutlichen. Der LKW fährt auf einer geraden Ebene und wird dann eine Steigung hinauffahren von 7 Grad. Hier auf der geraden Teilstrecke hat der LKW eine Masse von 10 Tonnen. Diese 10 Tonnen können wir sofort in eine Gewichtskraft umrechnen, Fg gleich 10.000 Newton mal 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat werden dann zu ungefähr 100.000 Newton, wenn wir hier wieder mit 10 rechnen.